Live-Trading, Markttechnik, Daytrading, Trading-Tipps und, jeden Dienstag 15 Uhr, so auch heute am 4. August 2015. Ich grüße Sie, hier spricht Berlin, Admiral Markets. Mein Name ist Jens Scharnowski, ich grüße Sie. Die ersten 1, 2 Minuten gehören mir, bevor gleich Jochen Schmidt, unser Moderator und Daytrader, übernimmt. Ich darf Ihnen zu Beginn immer die Proforma-Dinge erzählen, wie zum Beispiel der Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Optionsscheine, Futures, Hebelzertifikate, was es alles gibt. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie den kompletten Warnhinweis auf der Webseite gerne einmal durch. Und Execution only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Immer nur allgemeine Informationen, allgemeiner Marktausblick. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie jede Tradeentscheidung vollkommen autark und selbsttätig treffen. Jochen Schmidt ist hier eingeblendet, so sieht der Moderator aus. Und wenn Sie später Fragen haben, die üblichen Kanäle wie Telefon, wie E-Mail oder auf Facebook oder YouTube, sehen Sie eingeblendet, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns, wenn wir helfen dürfen. Wir machen die Webinare für Sie. Wenn Sie also Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, bitte mit Ihrer Tastatur jetzt live im Webinar Ihr Anliegen, Ihr Wunschmarkt hineinschreiben. Und wenn es für alle relevant ist, lesen wir es laut vor oder rufen den Wunschmarkt auf und Sie kriegen live im Webinar Ihre Antwort. Nie zu vergessen ist natürlich die Webseite admiralmarkets.de. Alles, was Sie rund um uns erfahren möchten, werden Sie da finden. Da ist auch immer die Telefonnummer hinterlegt. Da ist das Flagship Forex jetzt wieder hinterlegt. Wenn Sie mal wissen möchten, was uns denn auszeichnet im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, klicken Sie mal hier, da werden Sie ganz, ganz viele Argumente finden. Oder was es Neuigkeiten gibt, wie zum Beispiel verbessertes Risikomanagement oder wo ich Sie auch nochmal einladen möchte, das war schon vor einiger Zeit eine News, das sind die nächste Woche stattfindenden Spezialwebinare. Geht zum Thema DAX, DAX und Risikomanagement, erste Spezialwebinar oder zweite Spezialwebinar DAX-Korrelationen, was macht der DAX, wenn der Dow hustet, etc. Und last but least die DAXe mit einem Augenzwinkern. Gibt nicht nur einen DAX, sondern es gibt Xetra DAX, Future DAX, DAX-Indikationen, etc., etc. Da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Das wird im dritten Spezialwebinar gemacht. Alle Webinare von uns sind immer kostenlos. Wenn Sie also da mitmachen möchten, einmal hier anmelden und Sie können dann die Specials mitmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von mir und damit sage ich guten Morgen oder guten Tag, Jochen, je nachdem. Es war jetzt aber wirklich ein freudscher Versprecher und du hast das Wort, du hast den Bildschirm, legen wir los. Ja, guten Morgen, Jens. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader, auch Jens, hallo, freue mich sehr. Wir haben Dienstagnachmittag Live-Trading. Ja, und ich glaube, ich kann Sie begrüßen mit dem Satz: Es ist Sommer. Also ich habe einige Märkte durchgescreent, schon weit vor dem Webinar. Und so richtig Einstiege habe ich nicht gefunden. Im Moment habe ich einen Short Trade im Euro-US-Dollar laufen, allerdings abseits, sage ich mal, von der klassischen Herleitung. Ich versuche hier ganz kurz eventuell in den Bereich der Tageseröffnungslinie hinzukommen. Ja, allerdings der Markt bewegt sich fast gar nicht. Aber Sie wissen, das kann sich jederzeit ändern, auch während des Webinars. Ja, ich begrüße Sie, wie schon gesagt, und ich würde vorschlagen, ich gehe rüber zum DAX. Wie immer traditionell. Wir analysieren den Markt durch und für diejenigen unter Ihnen, die neu dabei sind, also ich analysiere auch gern Ihre Wunschmärkte. Punkt ist allerdings der, wir versuchen natürlich Trades zu machen in der einen Stunde, die uns hier am Dienstag zur Verfügung steht. Manchmal kann es sein, dass da überhaupt nichts zustande kommt oder ich mich standhaft weigere, irgendwelche Trades zu machen. Und da wir ein Demo-Programm hier nutzen, können wir auch Trades machen, die man sich vielleicht nicht unbedingt eingehen sollte, um einen gewissen Lerneffekt da zu erzielen. Also, der DAX. Ich gehe mal aufs große Bild, wie immer. Und ich denke, wir alle sehen es, also wenn wir ganz hoch gehen auf dem Wochenchart, wir haben einen voll intakten Aufwärtstrend, das ist der ganz große, weite Ausdehnung, Korrektur war überfällig. Das, was Sie hier sehen, ist auch die Korrektur. Und der Chartverlauf selber hat auch die Eigenschaften einer Korrektur. Achten Sie mal darauf, wie das Ding hier gestaltet ist und wie der Anstieg gestaltet war. Ich glaube, das fällt auf den ersten Blick auf. Ich gehe also davon aus, dass der große Aufwärtstrend im DAX irgendwann nochmal in den Markt hineinkommt. Das sieht im Moment auch gar nicht mal so schlecht aus, wenn man es hier auf dem großen Bild betrachtet. Ich gehe mal etwas näher ran, mache mal hier
die Fibonaccis raus. Wie Sie erkennen können, haben wir hier einen Abwärtstrend. Lassen Sie sich durch die Lücken nicht täuschen. So, dieser Abwärtstrend wurde, wenn man jetzt das hier als das letzte Korrekturhoch nimmt, rausgenommen. Wir wären also im Moment trendlos. So, und hier könnte sich ein neuer Trend aufbauen. Und das sieht wirklich nicht schlecht aus. Wenn man diesen Umkehrstab hier nimmt, könnte man davon ausgehen, wow, hier könnte ein Aufwärtstrend entstehen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, noch haben wir keinen. Ja? Das ist der typische Zustand der Trendlosigkeit. Wenn man also jetzt hier long geht und der Markt durchzieht, super, hat man alles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, das Ding macht Sperenzchen ewig und 3 Tage. Und dann ist halt entscheidend, ja, wie Sie handeln, ob Sie jetzt wie ich intraday unterwegs sind auf dem 5-Minuten-Chart, da versuche ich meine Trades in der Regel zu machen. Oder wenn Sie jetzt länger halten, einfach nochmal darauf hingewiesen, noch haben wir keinen Aufwärtstrend. Das kann schwierig werden, wenn man dann auf den kleineren Zeitanhalten unterwegs ist. Auf dem Tageschart, wir erkennen es, das war der Anstieg, ja, kräftiger Abverkauf nochmal runter, ähnlich wie wir es im Marktanalyse-Webinar besprochen hatten. Ich meinte die ganze Zeit, Vorsicht, Vorsicht, nicht unbedingt jetzt short gehen, sondern eher warten, was der Markt macht. Und der Anstieg, der hier gerade stattfindet, ist für mich, also für mein Auge, so wie ich es kenne, eher gestaltet wie eine Korrektur. Also so richtig Power ist noch nicht dahinter. Mich würde es also nicht wundern, falls die Kurse nochmal runterkämen und dann wieder ziehen. Ja. Im Moment ist es eine grenzwertige Stelle, sage ich mal, long zu gehen. Also hier, wenn man sich das anguckt, auch der heutige Tag, ja, es ist ein klassischer Doji-Tag. Viele Märkte laufen gerade in die Seite rein. Deswegen meinte ich, es ist Sommer. Also hier muss man wirklich genau hinschauen, was man da jetzt unbedingt traden möchte. Und wenn ich etwas näher rangehe, hier auf dem Stundenchart, sehen wir, wir haben einen intakten Aufwärtstrend hier, der in die Breite hineinläuft, so, und hier in einem Bereich drin ist, ja, wo A, wenig los ist, wo es hin und her geht, Lunden und Dochte, und das ist immer ein Bereich, wo ich echt vorsichtig werde, wo ich sage, naja, ich sollte nicht unbedingt da drin jetzt sein, auf den großen Ausbruch gehen, der kann kommen, keine Frage, ja, also dass sich ja diese Aufwärtsbewegung auf groß fortsetzt, aber im Moment ist das für mich eher ein Punkt, wo ich abwarte oder wo ich zumindest versuchen würde, eine sauberere Ausgestaltung zu sehen. Ich gehe etwas näher ran. Ich weiß, viele Leute sagen, ah, der Schmidt sagt es jedes Mal im Webinar, wenn wir es haben am Dienstag. Nur ich sage auch immer dazu, die Märkte sind halt nicht auf Bestellung immer optimal zum Traden. Und was wir hier halt erkennen können, wenn ich jetzt auf der Zeiteinheit unterwegs bin, auf der ich gerne handeln möchte, hier hatten wir einen Aufwärtstrend, so, ging runter, hat ihn gebrochen. Und hier geht der Markt ebenfalls wieder an die Seite. Also hier ist alles möglich. Man kann versuchen, nach oben zu gehen. Man kann aber auch versuchen, nach unten zu gehen. Ja? Und das, sage ich mal, ist das Problem. Ich würde hier gerne warten wollen, dass wir einen Aufwärtstrend sehen. Dann könnten wir versuchen, aus dessen Korrektur vielleicht nochmal mit nach oben zu gehen. Ich bin der Meinung, aufgrund der übergeordneten Bewegung, dass der Tag durchaus in der Seite hin und her laufen kann. Also mit großartig Gewinne laufen lassen, ist hier nichts meines Erachtens, also würde ich nicht handeln. Aber ich brauche dafür umso bessere Signale, auch wenn ich nur ein paar Punkte aus dem Markt holen will. Man informiere mich, wenn der Kurs hier rüberkommt. Das wäre sehr, sehr nett von den Teilnehmern. Jens, ich gehe zurück zu dir für Wunschmärkte und Fragen und dergleichen. Ja, ein Teilnehmer schreibt nur, dem DAX ist zu heiß. Kann ich bestätigen. Ich erwarte in Berlin bis zu 40 Grad laut Wetterbericht bis Ende der Woche. Also da schwant mir auch nichts Gutes, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Wunschmärkte. Fangen wir mal an mit Gold. Ganz stark gewünscht heute. Okay. Ich analysiere nachher auch nochmal den Trade. Nochmal, das ist ein Trade, den ich jetzt abseits der sonstigen markttechnischen Herleitung mache. Einfach nur nochmal, also hier im Euro-US-Dollar, es ist ein gewisser Erfahrungswert, dass das Ding eventuell die Tageseröffnungslinie anhandeln könnte. Sieht im Moment nicht schlecht aus, aber Sie merken schon, der Markt ist extrem langsam und ich sichere hier nicht so eng wie sonst. Also ist ja gerade mal das Problem, wenn der Markt etwas langsam wird, dass man eigentlich nicht so eng liegen sollte. Deswegen halte ich jetzt hier den Stop, sage ich mal, auf dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Und ich sage es ganz offen, mich würde es nicht wundern, wenn ich hier vielleicht sehr, sehr schnell auch wieder rausfliege. Nur für alle, die jetzt nachtraden wollen, bitte nicht nachtraden. Wir gehen rüber zum Gold. Okay, aufs große Bild. Nochmal großer Abwärtstrend, voll intakt. Alles, was Sie hören, Long reinkaufen, völliger Blödsinn. Zumindest im spekulativen Handel. Wer als Investor auftritt und den Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren kennt, würde im Moment, glaube ich, auch nicht unbedingt in den Markt hineinkaufen, weil wir haben einen voll intakten Abwärtstrend. Ja? Und markttechnisch sogar perfekt gelaufen. Ich sage es immer wieder, hier kann man sehen, also ich habe auch diesen Durchbruch da runter mitgetradet, sehr erfolgreich. Klassischer
Trendfortsetzungs-, manche sagen auch Durchbruch dazu, durch diese Tiefzonen. Es kam kräftig Bewegung auf, so wie man es in der Markttechnik ja versucht herzuleiten. Also es ist nicht die Frage, wo wird Gold in 3 Monaten stehen oder wo steht es übermorgen oder in 3 Minuten, sondern wir suchen Bewegungszonen, wo Bewegung aufkommen kann. Eigentlich eine sehr gute und sehr einfache Methode, gerade für den kurzfristigen bis mittelfristigen spekulativen Handel. Auf dem Tageschart erkennen wir untergeordnet natürlich die Fortsetzung des Abwärtstrendes. Das hier war sehr, sehr lange Zeit sehr unangenehm. Einige Märkte, die wir heute noch anschauen werden, sind ähnlich gestaltet gerade. Auf den kleineren Zeiteinheiten ist immer ein Problem, wenn der Markt so aussieht. Ich warne extra davor, also vor allem für den kurzfristigen Handel. Ja. Jemand, der jetzt hier oben den Stop hatte oder hier oben den Stop hatte, okay, dem ist es eh wurscht, ob ein Markt in die Seite läuft oder nicht. Er wartet einfach, dass er sich fortsetzt. Für alle, die näher dran waren, kann das sehr, sehr unangenehm werden. Jedenfalls Abwärtstrend, Sie sehen es hier voll intakt. Hat eine richtige Monsterbewegung hingelegt durch die Tiefs. So, und jetzt haben wir hier klassische Innenstäbe, also wir haben einen Außenstab. Die Kurse schaffen es nicht im Moment, diesen Abwärtstrend fortzuführen im Sinne von, wir machen tiefere Tiefs. Sie brechen ihn aber auch nicht und bilden nicht einmal ein Gegensignal aus, im Sinne von, wir gehen mal über das Hoch des Außenstabes oder wieder in den Bereich zurück, woher die Kurse kamen. Und somit ist in diesem Markt, wer da unbedingt drin sein will, viel Spaß dabei, aber das ist für mich ein Gebilde, wo ich wirklich sage, bevor ich das handle, lasse ich mich lieber schlagen, in einen anderen Markt zu handeln, der mir nicht gefällt. Aber hier mache ich ehrlich gesagt gar nichts. Auch wenn ich auf dem 5-Minuten-Chart unterwegs bin, aber wenn ich dieses Bild hier sehe, erkenne ich schlichtweg eines. Egal was ich mache, jederzeit kann die Geschichte sofort in die andere Richtung losgehen. Und wenn das auf groß schon zu sehen ist, kann man auch gerne im Kleinen den einen oder anderen Enttäuscher erwarten. Und nicht, dass Sie sich täuschen lassen, dass hier keine Bewegungen drin wären. Doch, doch, die sind drin. Aber nochmal, professionelle Trader, die jetzt von groß nach klein herleiten, weil sie saubere Setups suchen, sagen hier um Gottes Willen bloß nicht. Weil die Trends, Sie erkennen es, wechseln ständig hin und her. Also wenn Sie hier drin sind, kann man zwar sagen, oh klasse, guck mal, ich habe jetzt eine riesen Bewegung abgegriffen, aber oft genug ist es so, dass Sie die Gewinne aus der wieder bei dem Hickhack hier abgeben. Deswegen, also ich möchte eine saubere Setup oder eine saubere Großwetterlage entdecken, die haben wir im Moment nicht. Deswegen seien Sie mal nicht böse, wenn ich auch dazu noch in einem Rohstoffmarkt hier nicht auf dem 5-Minuten-Chart rummache, in einer Lage, die sehr unklar ist. Ja, also hier ist Abwarten abgesagt. An alle, die jetzt wissen wollen, was sie machen sollen, ich kann Ihnen nur empfehlen, warten Sie ab. Am besten, ganz kurz noch, dass die Kurse in diesen oberen Bereich zurückkommen, bei der 11.000 oder 1.100 ungefähr, sorry, bei der 1.100. Und wenn hier wieder das Spiel von vorne losgeht, wäre das für mich ein Zeichen, dass der Trend zumindest noch intakt ist und vielleicht nochmal in diese Richtung runterzieht. Aber im Moment wäre ich echt vorsichtig. Okay. Zurück zu dir, Jens. Zu deinen Erläuterungen zwei allgemeine Fragen, zwei Teilnehmer fasse ich mal zusammen. Frage 1, hallo, Jochen Schmidt sagt oft, noch haben wir keinen Trendwechsel. Wie erkennen wir denn möglichst früh, wann wir einen Trendwechsel haben? Wäre der erste Part, und an einem anderen würde ich es gerne verbinden. Im Nachhinein sehe ich auch, dass es seitwärts geht, aber nicht unbedingt im aktuellen Geschehen. Wann also den Durchbruch traden? Ja, klassische Fragen, danke dafür. Und wie der eine schon meinte, hinterher sind wir alle schlauer. Deswegen sage ich ja immer, dann wartet doch einfach ab, ja, bis ihr einen entsprechenden Trend seht, einen sauberen Aufbau. Also ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, es ist was ganz, ganz Schlimmes, wenn man als Trader warten muss. Und vor allem, dass man, je höher man geht in den Zeiteinheiten oder in den Trendgrößen, desto länger dauert es, bis sich auch wirklich ein Gegensignal aufgebaut hat, was man deutlich sehen kann. Und in all der Zeit, sage ich mal, hat man nichts im Markt zu suchen. Das gleiche gilt auch für das Prinzip, wenn man, sage ich mal, auf den kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist. Bestes Beispiel, wir sehen hier diesen Aufwärtstrend im Euro-US-Dollar. So. Hier haben wir den ersten Abwärtstrend. So. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie lange das gedauert hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Erst jetzt nach 15, 5 Minuten Kerzen ist das Ergebnis halbwegs sichtbar. Ich bin hier schon, sage ich mal, short gegangen, okay, war jetzt vorgreifend, aber überlegen Sie mal, wie lange Sie eigentlich warten müssten, bis Sie einen Trendwechsel entdecken. So, und hier haben wir zum Beispiel einen Trendwechsel, zumindest auf klein. Und wenn Sie das jetzt so sehen, dann heißt es wieder warten. Hier springt man nicht mehr auf, wenn man oben nicht reingekommen ist, sondern jetzt wartet man, dass die Korrektur möglichst den Trend in Ruhe lässt und die kann auch ganz zurückkommen und der Trend sich wieder fortsetzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie müssen einfach abwarten und dann aber auch schlucken können müssen, wenn Sie so handeln,
dass Ihnen der ein oder andere Trend auch wegläuft, wenn zum Beispiel der Trendbruch eruptiv kommt. Ja. Deswegen mit der Zeit kriegen Sie eine gewisse Erfahrung auch, ja, man hat einen gewissen Blick dafür, dass man erkennt, aha, schau mal, die Bewegungen sehen so und so aus, da könnte vielleicht ein Wechsel entstehen und dass man auch schon vorgreifend dann teilweise handelt, weil man dann auch mit dem Risiko umgehen kann und die Welt nicht zusammenbricht, wenn jetzt ein Trade völlig schief geht, weil man vorgreifend handelt. Ja. Okay, ich hoffe, ich konnte es halbwegs erklären und ganz kurz noch abschließend, ich verstehe die Fragen, ich mag die Fragen auch, aber ich bitte Sie auch, die Antworten, die ich gebe, ist nicht einfach wegzuwischen, frei nach dem Motto, oh, da gibt keine klare Anleitung. Glauben Sie mir, es gibt keine klare Anleitung. Man kann zwar in der Theorie einiges besprechen, ja, aber nochmal, wenn Sie davor sitzen, dann haben Sie das alte Problem, dass Sie frei und selbstverantwortlich handeln müssen. Und in der Regel kriegen Sie das erst mit der Zeit hin, dass Sie eine gewisse Erfahrung auch bekommen in der Umsetzung der Theorie. Ja. Und deswegen nehmen Sie mir es nicht übel, dass ich nicht sage, so hier rein, da raus. Ich mag das nicht, weil es Ihnen ehrlich gesagt nichts bringt. Zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunschmarkt wäre Öl. Schauen wir uns heute mal Brent an. Auch da einige Fragen unserer Teilnehmer. Zum Beispiel Brent am Widerstand 50-40. Abwärtschancen? Fragezeichen. Und ein anderer schreibt auch, Frage zu Öl. Brent und WTI wurde massiv abverkauft. Sehen wir hier die Tiefs von Jänner? Von Jänner ist, glaube ich, österreichisch. Heißt es Januar? Ja. Ich weiß es nicht. Okay, ich gehe mal auf den Tageschart hoch. Wir haben Brentöl. Ich habe lange Zeit gesagt, ganz entzückend, hier haben wir einen Aufwärtstrend. Und ich meinte auch in den Marktanalyse-Webinaren, solange dieses Tief hier unten nicht berührt wird oder nicht durchbrochen wird, ist dieser Aufwärtstrend für mich auch intakt. So. Und ich meinte auch extra dazu, falls die Kurse drunter rutschen, ist das nichts Schlimmes, sondern ein ganz normaler Vorgang. So, und wir erkennen, dieser Aufwärtstrend, der mich lange Zeit so glücklich gemacht hat, ist definitiv gebrochen. Wir haben, egal was die Kurse jetzt machen, ob die weiterrutschen oder hochkommen, wir haben ein tieferes Tief. So. Und deswegen in diesem Moment, wenn das so aussieht, macht es auch wieder Sinn, eine Stufe mal höher zu gehen, die Sache nochmal genau anzugucken. Wir sehen nämlich, hier ist ja ein Abwärtstrend drin, diese weit ausgehende Bewegung. Was hochging, war die Korrektur und nun sieht es wirklich danach aus, dass der Markt wieder in die Haupttrendrichtung eindreht. So, wenn ich das allerdings so anschaue, wiederum dieser Abverkauf runter, 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 kann es gut sein, wir laufen, ähnlich wie es derjenige auch gesagt hat, in eine Zone hinein, wo der eine oder andere Longhändler, der vielleicht schon mal gekauft hat, sagt, ja wunderbar, da kaufe ich doch gleich nochmal rein. So. Das heißt, in diesem Moment, man könnte den untergeordneten Trend durchaus versuchen, weiter zu traden in diesen Bereich hinein. Wenn man Glück hat, rutscht es durch und es gibt schöne Bewegungen, jawohl. Aber oft genug passiert genau an den Stellen, dass nochmal Gegenfeuer kommt, vor allem wenn so ein ausgehender Lauf ist. Also ich wäre im Moment wirklich wiederum auf der Short-Seite zu finden, aber mit aller Vorsicht, weil wir eine ausgehende Bewegung haben. Je näher ich rangehe, schauen wir es uns an, und ich sehe, wir sind im Euro erst wieder rausgeflogen, ähnlich wie ich es meinte, ne? Sauber ist das alles nicht heute. So, wir haben hier auch einen Abwärtstrend. Bewegen runter, hat ja hier den Abwärtstrend hier runter, hat den Aufwärtstrend gebrochen, wie gerade eben gesagt, und der Markt befindet sich gerade in der Korrektur. Hier. Die steigenden Kurse sind eine Korrektur innerhalb dieses Abwärtstrendes. So, und wenn wir etwas näher rangehen, schauen wir mal, wie das gestaltet ist. Und wir erkennen in diesem Moment, dass die Korrektur wiederum einen Aufwärtstrend darstellt, der wiederum in die Korrektur geht. So, was soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt long gehe, handle ich gegen den übergeordneten Trend. Gehe ich short, handle ich gegen den existierenden Trend. Nicht, macht keinen Sinn. Geht hin und her, zum Traden nicht geeignet. Aber nochmal, Bewegungszone, wie derjenige sagt, das große Tief, ja doch, wenn die Kurse das erreichen, also hier unten. Aber Vorsicht, Vorsicht, an der Stelle mit Short gehen, das kann auch manchmal echt ins Auge gehen. Ja. Es kann gut sein, der Markt zieht nochmal runter. Ich würde hier die Korrektur abwarten wollen bis zur 52,30 ungefähr. Das wäre echt ideal, wenn dann sich dieser Abwärtstrend nochmal fortsetzt. So, und wenn wir in diesen Bereich hinein kämen, würde ich echt schauen, was die Kurse machen. Also wenn die kurz runterrutschen und wieder hochziehen, würde es mich nicht wundern, ja. Dann müssen Sie halt entsprechend ihre Trades managen. Und es ist halt die Frage, wie machen Sie das? Sind Sie jetzt auf dem 5-Minuten-Chart unterwegs oder Intraday? Oder sind Sie jemand, der eben nur am Ende des Tages nachgucken kann? Aber da würde ich vorsichtig werden. An der Stelle einsteigen würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, sage ich ganz offen. Okay, ich hoffe, ich konnte eine Antwort geben.
Holster Rohstofftag. Jetzt der nächste Wunschmarkt, was wir schon lange nicht mehr hatten, ist Silber. Ein Teilnehmer schreibt Okay. dazu, Silber hat auch gestern sehr stark verloren. Warum auch immer, bitte Silber anschauen. Okay, machen wir. Moment, ich muss ihn auch kurz suchen. Hier ist er. Und übrigens, der Trade, bei dem ich gerade ausgestoppt wurde im Euro-US-Dollar, ist der Klassiker, ja, wenn die Märkte so gestaltet sind. Deswegen, viele denken, ich sage da die Unwahrheit oder ich sage so idealisierte Geschichten, aber ich trade oft nicht, wenn der Markt so aussieht. Und das aus gutem Grund, weil da können sie Profi sein, wie sie wollen. Oft genug fliegen sie halt dann relativ schnell wieder raus, obwohl sie im Gewinn waren. So, Silber, wir gehen aufs große Bild und wir erkennen, anders im Gold war hier früher aber, ja, ein Abwärtstrend zu erkennen, aber der ist auch voll intakt und hier, sag ich mal, ist der Markt eher breit aufgestellt. Ist der Wochenchart, ganz klar. Dazwischen gibt es schon die eine oder andere Bewegung. Das Interessante im Moment, da steht er ja direkt mehr oder weniger an dem letzten Tief des Abwärtstrendes. Und von der markttechnischen Logik her, wenn jetzt hier etwas durchrutscht, müsste zumindest kurzfristig Bewegung aufkommen. Wir gehen jetzt etwas näher ran, beobachten, aber schauen wir mal genau an, wie die Sache läuft. Was hier schön zu sehen ist, also Abwärtstrend auf groß intakt, Abwärtstrend auf klein intakt. Hier ist alles noch intakt. Der Markt ist gerade in einer Korrekturphase. Gar nicht mal so schlecht, ja. Also ich würde definitiv nicht auf der Long-Seite zu finden sein, sondern eher auf der Short-Seite. Sehe aber auch, der Abwärtstrend geht schon sehr lange, ja, und je länger sowas geht, desto gerne wird auch mal beim anderen, einen oder anderen Punkt 2, wir nennen es Markttechniker, ja auch mal dagegen gekauft. So, auf dem Stundenchart erkennen wir, so, hier war kurz ein Aufwärtstrend drin, der wurde wieder abgelöst, das ist die Korrektur. Ja, eigentlich, wenn man es so anschaut, wäre das gar nicht mal so schlecht, einen Short Trade zu machen. Ja, ich gehe mal etwas näher ran. Hier gehe ich nicht auf 5 Minuten runter, ich bleibe hier eher auf der 15er Ebene. Und allerdings habe ich das gleiche Problem wie gerade eben schon gehabt. Ich habe hier immer noch einen intakten Aufwärtstrend gegen mich stehen. Wenn ich jetzt Short reingehe, kann es mal ähnlich gehen wie im Euro-US-Dollar, dann ist kurz ein Gewinn und fliegt wieder raus. Ja? So, und daran erkennen Sie auch die Problematik. Theoretisch müsste ich warten, dass auch dieser Aufwärtstrend zumindest mal gebrochen ist. Das ist nicht der Fall. Oder dass ich ein Gegensignal bekäme. Dann wäre immer noch genügend Luft, wenn das passiert, nach unten ans große Tief zu gehen. Aber hier jetzt Short reinzuspringen, ich sage es Ihnen ganz offen, das ist eigentlich, wäre wirklich ein mieser Trade. Sogar wenn das Ding runterrutscht, ja. Ich sage es einfach so. Weil ich habe hier verschiedene Trendgrößen immer noch gegen mich. Und das bedeutet, es kann hin und her gehen und wie schon gesagt, sie sind kurz im Gewinn und plötzlich kommt dann die Bewegung des untergeordneten Trendes nochmal rein und hier oben beginnt der Kampf neu. Ja? Also dann spare ich mir es doch hier rumzumachen, sondern wenn überhaupt, versuche ich da oben reinzukommen. Ja? Okay. Man möge es mir nachsehen, aber das hier reinzuspringen, ah nee, 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 nee. Ah. Okay, zurück zu dir, Jens. Das CR-Chance-Risiko-Verhältnis ist aber bei Silber ganz gut, schreibt jetzt noch ein Teilnehmer. Deine Meinung dazu? Ja, es kommt darauf an, eben, wie ich das halt aufbaue. Ich meine, wenn ich jetzt sage, alles klar, ich gehe Short rein, lege das Ding hier oben hin, ja klar, und das Ding runterrutscht, ist alles gut. Aber es entspricht komplett gegen dem, oder es steht komplett gegen das, wie ich handle. Und somit pfeife ich aufs CRV in dem Moment, sondern ich möchte ein gutes Setup, ein gutes Signal haben. Und wenn der Trade dann läuft, ohne dass ich dabei bin, das juckt mich nicht mal die Bohne, ja, weil ich verliere kein Geld. Nummer eins, Nummer zwei, ich bin meiner Regel treu geblieben und ich weiß, ich werde einfach Märkte finden, wo ich ein gutes Signal entdecke. Ja? Zum Beispiel, man könnte ja sagen, hey, ich gehe jetzt hier long, ich habe immerhin einen Aufwärtstrend. Das will ich aber nicht, weil übergeordnet immer noch die Trendlage drücken kann. Ja? So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber warum gehst du da nicht den Short? Hier kommt doch der große Trend vielleicht rein. Und dann muss ich ihm sagen, na, aber er ist noch nicht da. Und wenn ich Pech habe, geht es 3 Stunden hier in die Seite. Und ich bin keiner, der auf dem Stundenchart mit riesen Stoppabständen arbeitet, sondern ich bin sehr nah am Markt. Und entsprechend muss ich auch sehr pingelig werden, wenn ich dann trade. So. Und ich weiß, dass der Anfänger, und so ging es mir auch, es fast nicht ertragen kann, wenn er sagt, nee, will ich nicht, und das Ding aber beginnt zu rutschen. Meistens springst du dann unten mit auf, also entweder konsequent oder gar nicht. Ja. Hier mache ich nichts, egal wie es CRV ist, man möge es mir nachsehen. Okay, zurück zu dir, Jens. Kommen wir 4 Minuten vor Eröffnung zum Dow Jones, bitte. Okay, hab's mal wieder völlig verschwitzt.
Okay, der Dow, ja. Also, was sieht der geneigte und erfahrene Trader hier? Flucht, ja. Nimm dein Geld vom Tisch, solange das noch kein so ein Hau ab. Lauf weit weg. Hier ist gar nichts drin. Hier ist keine Struktur drin, überhaupt nichts. Also, um auf der Trendgröße zu handeln, muss man entweder Selbstmordfantasien haben oder ich weiß nicht, sich als Magier der Märkte fühlen. Beides habe ich nicht. Deswegen, also wirklich mit aller Vorsicht in diesem Markt. Auf dem großen Bild erkennen wir, es ist ein Aufwärtstrend, der immer noch intakt ist. Er ist noch intakt, aber er stellt sich so breit auf und es wird so unangenehm da drin. Und es ist völlig egal, ob da hunderte von Punkte hoch und runterlaufen. Die übergeordnete Lage ist sehr uneinheitlich. Hier kann alles passieren. Das Ding kann rutschen, dann hätten wir zum ersten Mal ein Abwärtstrendsignal drin. Allerdings auch jetzt nicht das riesengroße, also kurze Bewegungen können draufkommen. Genauso gut kann aber auch der Trend nach oben fortgeführt werden. Und das ist das Problem, wenn wir uns den Chart mal genauer anschauen. Untergeordnet sehen wir, aha, schau mal einer an, Abwärtstrend, na sowas. Korrektur lief, es kommen wieder Verkäufe in den Markt. So, jetzt sieht es ganz danach aus, als dass der wieder nach oben zieht, weil vielleicht die Trendkräfte reinkommen in den Markt. Sie merken schon, aus beiden Richtungen kommt Feuer. So, wie wollen Sie jetzt eine Entscheidung treffen? Sich drüber drunter legen? Naja, also bei dem Stadium, denke ich mal, sind wir schon rausgewachsen. Also nochmal, ich habe hier die größten Probleme, halbwegs eine Setup-Lage zu definieren. Das Einzige, was man machen kann, wie ich es oft versuche, ist schlichtweg die Eröffnungsbewegungsschübe kurz für sich zu nutzen. Nur bisher oder der heutige Tag ist jetzt wirklich nicht der Markt mit der Top-Vola. Ja, im Gegenteil, die Märkte sind sehr verhalten. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich erwarte jetzt den Monsterschub zur Eröffnung, dann kann das zwar gut gehen, es kann aber auch sein, es passiert überhaupt nichts. So, was wollen wir machen? Ich kann sagen, aha, ich gelong. Weil große Trendbewegung vielleicht kommt rein, dann könntest du das Ding hier hochschieben. Ja, gleichzeitig sehe ich aber hier einen Abwärtstrend. Und der eine oder andere mag sich erinnern, ich hatte mal einen Trade gemacht an der Stelle, der Markt ging einfach nach unten durch. So, also für Short-Einstieg wäre hier die allerbeste Stelle, wenn es ums CRV geht. Ja, Gruß an den Herrn von vorhin oder an die Dame. So, gleichzeitig sehe ich aber auch, naja, so richtig klasse ist der ganze Markt nicht. Und das ist jetzt genau das Problem. Was will ich jetzt machen? Und nochmal an alle, die zuschauen. Und ich freue mich sehr, dass viele es dennoch schätzen, dass ich eben nicht trade wie ein Maschinengewehr, sondern versuche halbwegs gute Setups zu finden. Und wenn eine Situation so ist, wie sie ist, dann ist sie so. Egal, ob sie Geld verdienen wollen oder müssen, um ihre Miete zu bezahlen oder um zu sagen, ich habe recht gehabt oder ich bin ein toller Trader. Wenn man hier halt anfängt, sich zu verausgaben, wenn alle Dinge nicht ideal sind, dann darf die Frage gestellt werden, warum und wozu. So. Und das ist das Problem, was mir im Hinterkopf hängt. Gleichzeitig möchte ich natürlich Trades machen und jetzt bitte ich Sie einfach um Verständnis und meine innere Zerrissenheit, ja, in diesem Moment. Aber ich gehe etwas näher ran. Schauen wir uns an. So. Wie schon gesagt, hier könnte ein Aufwärtstrend entstehen, ja, wenn dieses hochgenommen werden würde. Wir haben jetzt eine Minute vor Eröffnung. So, wenn ich mir die ganze Geschichte anschaue. Nochmal, hier ist wirklich 50-50, also egal, was du machst. DAX bricht schon ein bisschen aus, schreibt ein Teilnehmer. Vielleicht können wir mal die berühmte Korrelation DAX Ja, und Dow lass mal beides den DAX ruhig mal anschauen, wenn du ausbrechen. willst. Ja. Ich eröffne hier Short in den Markt rein. Und der DAX, der darf gern ausbrechen, wie er will. Wir sind hier im Dow. Ja, so. Was jetzt sehr wichtig ist für mich, dass der wirklich, er muss nach unten ziehen. Wenn er das nicht packt, also die Tageseröffnung, sehen Sie, genau, das ist der Punkt. Jetzt geht der Kampf los, genau jetzt. Und deswegen habe ich den Stop auch schon sehr, sehr eng herangenommen. Ja. Also ich sage immer wieder, wenn man so handelt, da hilft es nichts, wenn man jetzt den Stop schön weit weglegt und nach dem Motto, oh, jetzt handle ich besonders sauber. Es ist ein unsauberes Umfeld, es ist ein unsauberer Trade. Dann sichere ich auch nicht sauber. Ja. Also muss ich auch sagen, so, wir haben jetzt weniger verloren wie sonst. Und ich wäre geneigt, die Geschichte hier eventuell nochmal von der Short-Seite anzugehen, wenn die Kurse es hier nicht drüber schaffen. So. Aber Sie merken schon, ja, das ist einfach Trading, damit getradet ist. Ich gebe es zu. Solche Trades habe ich früher oft gemacht, in meinen Anfängen. Und irgendwann hast du halt den Eindruck, du machst mehr Beschäftigungstherapie als alles andere. Und das meine ich jetzt nicht negativ gegenüber dem Publikum, ja, auf keinen Fall. Ich meine, es heißt Live-Trading und seit einigen Webinaren mache ich sehr, sehr wenig, ja. Bloß habe halt wirklich diesen Konflikt, dass es in meinem privaten Trading überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn ich nichts mache, ja.
Ist einfach so, weil ich habe gelernt, wenn ich gute Signale habe, brauche ich plus eins. Da mache ich ein sehr, sehr schönes Geld. Alles, was, sag ich mal, minderwertig wird oder in die C-Klasse abrutscht, ja, da ist es einfach so, dass sie oft genug viele Verluste machen und die sind relativ unnötig in dem Moment, ja. So, ich eröffne nochmal Short in diesen Markt hinein und gehe jetzt also wirklich auf folgenden Punkt, dass hier dieses Aufwärtstrendline gemacht wird, was eigentlich ein markttechnisch sehr schönes Signal ist, aber dass die Verkaufskräfte diesen kleinen Ausbruch nutzen, um nochmal nach unten zu drücken. So. Das ist der Ansatz. Natürlich kann mir jetzt auch jeder den Vorwurf machen und sagen, ja, wie kannst du denn hier Short gehen bei so einem tollen Long-Signal? Und ich sage es Ihnen ganz einfach deshalb, weil ich oft genug erlebt habe, dass wenn noch ein intakter Abwärtstrend da ist, dass man gerne solche Ausbrüche nutzt, um nach unten durchzukaufen. Und Sie erkennen schon, ich finde nicht in den Markt, ja, und wird wahrscheinlich auch gleich ausgestoppt. Dann gehört es mir auch nicht anders, wenn ich da trade. Zurück zu dir, Jens. Ein Teilnehmer schreibt, ich habe eine Genau. generelle Regel gehört, dass man nicht gleich zur Eröffnung traden sollte, sondern erstmal abwarten. Was ist deine Meinung dazu? Sorry, kannst du die Frage noch mal kurz wiederholen? Ich habe von einer generellen Regel gehört, dass man nicht gleich zur Eröffnung traden sollte, sondern erst einen Augenblick abwarten sollte, bis die Eröffnung gelaufen ist. Was sagst du dazu, deine Meinung? Ja klar, es ist so, es kommt ja immer darauf an, wie Sie Ihr Trading halten oder in welcher Frequenz Sie arbeiten. Ja. Also ich nutze halt gerne die Eröffnungen wegen Bewegungsschübe, die einfach reinkommen in dem Moment. Ja. Und Sie sehen, diesmal liege ich falsch. Wir hatten einige sehr schöne Trades zu den Do-Eröffnungen auch manchmal drin. Und das kann gut gehen und es kann aber auch schief gehen. Jetzt ist es halt schief gegangen zweimal. Ich habe mit minimaler Positionsgröße gearbeitet, deswegen macht das nichts aus, ja, wenn man jetzt einen Fehltrade hat, um Gottes Willen. Aber prinzipiell ist es so, da muss jeder seine Technik finden. Zum Beispiel was den Trendaufbau angeht oder die Signallage, bin ich eher einer, der lang wartet. Ganz ehrlich, ja. Also auch wenn ich auf dem 5-Minuten-Chart unterwegs bin, ich möchte immer das große Bild sehen. Und manchmal mache ich auch lange Zeit gar nichts. Vor allem dann, wenn Sommer ist oder wenn größere Nachrichten anstehen. Die Woche haben wir die Non-Farm Payrolls meines Wissens. Da ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich oft die Woche, wenn der Markt so aussieht, wie jetzt gar nichts macht, sondern erst zu den Nachrichten in den Markt dann komme. Und nochmal, das muss jeder selber wissen. Ja. Probieren Sie es aus. Sie werden erkennen, Sie werden nochmal tolle Moves abgreifen, die Ihnen halt entgehen, wenn Sie warten. Und ab und zu ist das Warten besser. Ja. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann eine Frage zu den möglichen Korrelationen immer. Hallo, kann es sein, dass der DAX sich mehr an den Dow hält, wenn der DAX in der Korrektur- oder Seitwärtsphase läuft? Heute Vormittag lief er dem Dow hinterher. Deine Meinung dazu, Korrelationen? Ja, wir haben ja oft diese Korrelationen oder Fragen nach den Korrelationen. Prinzipiell ist es halt so, ich selber habe keine Technik zu wissen, wann der Markt in die Korrelation eintritt und wann er sie wieder verlässt. Also wir haben auch während der Live-Trading-Webinare in diesem Jahr, wir haben sehr oft genug beobachtet, dass der DAX sich komplett vom Dow verabschiedet hat oder umgekehrt und irgendwann auch wieder sehr, sehr parallel lief. Das entdeckt man regelmäßig, ja. Also machen wir auch mit den Währungen und den Aktienindizes oder mit den Rohstoffen wiederum. Aber nochmal, ich sage immer wieder dazu, wenn ich den DAX trade, so wie vorhin den Dow, dann trade ich den Dow oder den DAX, aber nicht, weil ich jetzt schaue, was der andere Markt macht, um dann in dem Markt, wo ich handeln will, eine Entscheidung zu treffen. Mit allem Respekt, ja. Also entweder handle ich einen Markt oder ich lasse es. Wenn ich jetzt rein über die Korrelationen, Herleitungen treffe, das ist okay, wenn da jemand gut damit zurechtkommt, aber man darf sich nicht wundern, dass auf einen Schlag die Korrelation aufhört. Deswegen ist es für mich keine verlässliche Größe, mit der ich, sage ich mal, arbeite. Ganz kurz noch, wenn ich sehe, dass Märkte sich eins zu eins bewegen, ist es ein schöner Zusatzfilter. Aber nochmal, ich handle immer den Markt, der vor mir auf dem Bildschirm ist und dessen Chartbild beobachte ich ganz genau und es ist mir völlig egal, was andere Märkte in diesem Moment machen. Ähnlich übrigens, wie es mir auch völlig egal ist, was andere Trader zu diesem Zeitpunkt machen. Entweder habe ich ein Setup oder ich habe keins, entweder treffe ich eine Entscheidung oder ich habe keine Entscheidung getroffen. Ja? Aber nochmal, Korrelationen ständig herleiten und erklären ist mein Ding nicht, ich komme damit nicht zurecht und dafür wechselt es oder schwankt es so oft. Ja? Meine Meinung.
Wer mehr zu Super Korrelation Idee. dennoch erfahren möchte, nächste Woche die Spezialwebinare. Geht es am einen Webinar nur zu Korrelationen. Ich habe Ihnen jetzt live im Webinar zu Anfang schon den Link geschickt, dass Sie die Spezialwebinare nochmal vorgestellt bekommen und sich anmelden können, wenn Sie möchten. Korrelation, eines der drei Themen in den Specials nächste Woche. Die nächsten Wunschmärkte kommen wir zum USD/CAD. US-Dollar, kanadische Dollar, Intraday wird gewünscht. Genau, war ich dabei. Ich habe den Move ja hoch, habe ich mitgehandelt. Lief sehr gut, ja. Ich bin selber überrascht von dem Markt. Ich sage es ja immer wieder, dass der weiter drückt. Aber bitteschön, ich kann die Zukunft nicht sehen, also muss ich einfach akzeptieren, was der Markt macht. Ganz kurz zur Orientierung. Wir hatten hier ein wunderschönes Aufwärtstrendsignal, was für mich der Trendwechsel war. Das hier war die perfekte Ausdehnung. Habe ich immer wieder in den Webinaren, hatten wir es eine Zeit lang, war wirklich toll. Hier auch drin zu traden, war klasse. Korrektur kam in den Markt und jetzt zieht der Markt hoch. Sogar über das letzte deutliche Hoch. Ich habe extra die blaue Linie hier reingemalt, damit Sie es sehen können. So, wir halten das also fest, wir sind in einem Aufwärtstrend, innerhalb dessen Bewegungsschub schon leicht über dem letzten höchsten Hoch weiter links vom Abwärtstrend damals. So. Auf dem Tageschart, wenn wir es näher anschauen, wirklich sehr, sehr schön. Ja, also lief hier durch wie Butter. So, und ist im Moment in der Korrektur. Ja. Nochmal, also ich halte fest, auch für alle, die jetzt sagen, Intraday, Intraday oder auf dem 5-Minuten-Chart, wir sind in einer Korrektur im Sommer. Alle Märkte pendeln in der Nähe ihrer Tageseröffnungslinie rum. Ein paar nicht, die gucken wir uns auch noch an, aber die meisten Märkte tun das gerade. Und es ist halt wirklich die Frage, wenn ich jetzt sehe, ich bin in einer Korrektur, dann kann ich natürlich sagen, klasse, ich versuche doch, ob der Markt nicht weiterzieht, ja, über das letzte Vortageshoch. Moment, ich zeichne das mal ein. Das liegt hier. So, wäre also der Ansatz. Das ist in der Korrektur. So, schauen wir mal genau hin, ob denn die Korrektur schon beendet ist. Und da muss ich halt sagen, das ist sie noch nicht. Hier, der Aufwärtstrend ist noch intakt. Ja? Da kann man darüber streiten. Jetzt sind die Kurse hoch und jetzt geht es wieder in die Seite. Typisch für diesen Handel, wenn wenig los ist. Noch haben wir untergeordnet keinen sichtbaren Aufwärtstrend. Ja? Deswegen, wenn ich jetzt long in den Markt hineinkaufe, kann ich sagen, oh klasse, ich bin total überzeugt davon, der zieht über das Hoch und dann geht es zum Vortageshoch. Ja, das wäre der Ansatz, aber ich habe dafür noch kein aussagekräftiges Signal. Und deswegen, wenn Sie dann verhandeln, kann es Ihnen passieren, dass die nächsten 2, 3 Tage der Korrekturhandel weitergeht. Und das wäre völlig in Ordnung, das wäre mir viel, viel lieber, weil der große Aufwärtstrend ist immer noch intakt in dem Moment. Und wenn ich jetzt untergeordnete Signale sehe, ja, dann bin ich dabei. Aber im Moment habe ich noch keins. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt auf einen 5-Minuten-Chart rangehe, sehen wir aller Wahrscheinlichkeit nach, was erkennen wir? Ein Abwärtstrend längere Zeit. So, der wurde hier abgelöst. Der Aufwärtstrend wurde wieder gebrochen. Und hier schlägt sich der Markt gegenseitig tot. Kann man richtig sehen. Ja. So, jetzt wollen Sie in dem Umfeld traden? Nein, auch hier, nein, auf keinen Fall. Tut mir leid, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden wieder Webinare bekommen, wo mehr los ist. Aber wir machen die Webinare ja auch durch den Sommer durch. Und es ist für mich jetzt überhaupt nicht überraschend, dass der Markt ruhig wird, dass es dünn wird. Ja. Von dem her gesehen, ich bin da ganz entspannt, nur hoffe, dass ich Sie nicht dabei langweile, weil Sie natürlich Trades erwarten. Jens, ich gebe zurück zu dir. Der Dow Jones Trade kam eine Minute zu früh, leider, schreibt jetzt ein Teilnehmer. Wir können noch mal gucken, was der Dow macht. Ja, genau. Ach ja, schade. Ja. Ja, das ist halt übrigens auch ein Punkt, wo ich oft genug dazu sage, die Wiedereinstiege sind hier im Webinar sehr stiefmütterlich, weil ich springe zwischen den Märkten hin und her. Ja. Deswegen der Wiedereinstieg selber. Vorhin habe ich es noch kurz gesehen und dachte mir, naja, es wäre eigentlich nochmal ein Versuch wert. Ich hätte privat hätte ich den definitiv gemacht, aber im Webinar selber springe ich halt hin und her. Auf der anderen Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz ehrlich, das ist zwar schön, was hier gerade runterläuft, aber das Ding kann genauso wieder hochkommen. Damit rechne ich eigentlich fast schon. Also bitte jetzt nicht short aufspringen in dem Markt. Sollte man echt im Moment nicht machen. Und für das Trading selber, ich bin jetzt zu spät. Ja? Also das, was ich vorhin machen wollte, habe ich zweimal zwischen die Ohren bekommen. Jetzt läuft der Markt ohne mich. Und das ist auch bitter für Trading-Anfänger oder für den einen oder anderen Trader. Aber es ist so im Moment. Und deswegen hier jetzt reinzugehen, das ist zu spät. Eher die Korrektur abwarten und dann vielleicht nochmal versuchen, an der Tageseröffnungslinie short zu gehen. Wobei ich mir aber echt vorstellen kann, der geht rüber und macht hin und her den ganzen Tag. Der klassisch, sage ich mal, wenn es dann so laufen würde. Okay, zurück zu dir, Jens. Ist aber der Running Gag unter den Tradern, hat wahrscheinlich jeder Trader schon mal erlebt. Kaum ist man raus aus dem Markt, Glocke an der Börse, der Typ ist draußen, jetzt kann es in die Richtung gehen. Das ist schon Genau, so ein bisschen der Running Gag. ganz genau. Und übrigens, danke, danke Jens für den Hinweis.
Ich weiß halt aus meinen Anfängen und ich weiß auch, da ich sehr viele Anfragen habe und auch mit vielen Tradern rede, die am Anfang ihres Tradings stehen, das, was ich damals dachte, und irgendwann, wenn du so einen Tag hast, wo du ständig rausfliegst, obwohl du doch richtig liegst, in Anführungsstrichen, man denkt irgendwann wirklich, jemand meint es böse und sitzt am anderen Ende der Leitung und macht genau das Gegenteil dessen, was man haben möchte. Man nimmt es irgendwann echt persönlich und da kamen die schlimmsten Verlusttage bei mir zustande. Deswegen meide ich solche Märkte ohne Ende und solche Tage. Sehen Sie mal also nicht böse, wenn ich hier so vorsichtig bin, ja, und mich eher weigere, was zu machen. Das hat schon seinen Grund. Aber wir gucken weiter. Wir gucken weiter, ob wir nicht irgendwo einen Markt finden, wo vielleicht doch der eine oder andere Trade machbar wäre. Jens, ich würde mal kurz rübergehen zu US-Dollar japanisch Yen. Gerne, aber vorher noch eine allgemeine Frage, aber den Markt Ja. darfst du schon mal aufrufen. Eine allgemeine Frage, schreibt ein Teilnehmer. Wer denn bei wichtigen Tief- bzw. Hochpunkten, zum Beispiel Wochentiefs, Monatstiefs, die vielen Stops gleich abgearbeitet oder kann das auch Minuten oder Stunden dauern? Was ist da deine Erfahrung? Ja, eine sehr gute Frage. Also Punkt ist der, es kann wirklich auch Stunden dauern. Oft genug erlebt man das, dass an richtig großen Hochs und Tiefs, dass der Markt plötzlich total an Fahrt verliert, sehr unruhig wird, sehr schwankend wird und sich echt durcharbeiten muss. Das kann passieren. Also der Idealzustand, dass beim Hoch- oder Tiefpunkt über- oder unterschreiten, dass sofort kräftige Bewegungen in den Markt kommen, das ist oft genug der Fall, aber nicht immer, ja. Und das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn man dann tradet, ob es markttechnisch betrachtet oder generell, wie verhält man sich in diesem Moment, ja? Was für ein Trader ist man? Ist man also einer, der auf dem 5-Minuten-Chart oder am besten Tick-Chart unterwegs ist? Wie reagiert man dann? Macht man den Trade zu oder legt man den Stop sauber irgendwo hin? Ja, hat also kräftige Gegenläufe. Und das ist wirklich dann die Kunst in dem Geschäft an so einer Stelle, wenn es nicht läuft, wie man sich eben da aufstellt und wie man das durchzieht. Aber nochmal ganz kurz, jawohl, das kann passieren, es kann stundenlang gehen, ja. Ja, definitiv. Jens, zurück zu dir. Die allgemeine Frage. Jetzt kommen wir zum Wunschmarkt US-Dollar Japanische Yen. Okay, alles klar. Wir sehen, also ich glaube, jeder erkennt, der schon länger dabei ist in den Webinaren, wir haben einen Aufwärtstrend, ja, nach wie vor lang übrigens auch in die Seite gegangen, lang, lang, lang. So, Ausbruch schön oder Fortsetzung besser gesagt nach oben weiter. Hier kommt die Korrektur in Form eines Abwärtstrendes, so und der wird jetzt eruptiv mehr oder weniger zerlegt, genau an der Stelle, wo es weitergehen könnte und genau an der Stelle, deswegen sehr passend die Frage von dem Teilnehmer von gerade eben, kommt einfach keine Bewegung rein. Ja. Und das sind eben Punkte, die können Ihnen passieren. Und das ist das Trading. Und ich kann Ihnen nur zuzwinkern, je früher Sie akzeptieren, dass Sie ein Geschäft machen, was abseits jeglicher Logik und jeglicher Vorhersage liegt, desto besser werden Sie mit solchen Dingen zurechtkommen, wenn der Markt zwar toll aussieht und wirklich die Bombenchance hätte, man schaue sich das hier mal genau an, ja, wenn der hier rüberkommt, dann wäre ein Aufwärtstrendlein am Gehen, ein Aufwärtstrend am Gehen und man könnte vielleicht den großen sogar noch fortführen. Ja, besser geht es ja gar nicht. Das ist zum Beispiel ein Markt, den beobachte ich mit Argusaugen. Ja. So, hier ist aber alles noch in der Korrektur, völlig verhalten, wie tot. Ja. So, was machst du jetzt? Wie kommst du in den Markt rein? Und bei so einem schönen Signal, also ich gehe mal davon aus, dass wenn dieser Hochbereich hier bei der 1 zu 4 ist das, um den Dreh, wenn der überschritten wird, dass zumindest nochmal kurzfristig Bewegung kommt in Richtung des letzten Hochs. Sehr, sehr schön hier. So, je näher wir rangehen, desto mehr merken wir, aha, schauen wir einer an, es wird unruhiger, wir hatten einen schönen Aufwärtstrend, hier haben wir einen Abwärtstrend drin. So, hier baut sich irgendwas auf, was die Fortsetzung des Aufwärtstrendes einleiten könnte. Achtung, und schön die Batterien hoch. Also besser geht es ja gar nicht. Ja. Wenn das Ding allerdings runterrutscht, dann hätten wir die gleiche Geschichte nach unten durch. Ja, so. Ich präferiere die Trendfortsetzung, deswegen bin ich ja eher long aufgestellt, aber suche eher Long-Signale. Gehe aber auch davon aus, übrigens nochmal, dass es auch jederzeit schiefgehen kann. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie als Trader, auch als Anfänger unterwegs sind, Sie müssen einfach damit leben lernen, dass manche Trades schiefgehen und Sie mehrfach versucht haben, diese anzuhandeln, weil das Signal gut war. Ja. Damit müssen Sie leben lernen. So. Also, was, wenn ich jetzt runtergehe auf den 5-Minuten-Chart, auf die Stelle, die ich eigentlich mag oder die Zeiteinheit, mit der ich mag, müsste ich eigentlich jetzt hier spätestens in den Markt gehen. Ich habe jetzt hier Long eröffnet, so, bin jetzt auf dem kleinsten Trend hier drin und was hier halt passieren sollte, ist, dass der wirklich zieht.
Das sollte ziehen mit Kraft. Und wenn wir, sage ich mal, die Hochs hier hinter uns lassen würden, könnte ich mir vorstellen, noch gute Bewegungen reinkommen. Ich habe eine sehr ungünstige Stelle hier erwischt. Sie wissen, ich kaufe ungern am Hoch. Ja. Allerdings, wenn vielleicht hier doch ein Schub reinkommt in den Markt, könnte das Ding durchmarschieren. Das wäre top. Und wir hätten so eine Art Kettenreaktion. Ja. Hier ein kleinerer Trend, größerer Trend. Das könnte auch noch einer werden. Also wenn der Kurs jetzt weiterzieht und nicht zusammenfällt, das wäre natürlich ideal. Und Sie sehen schon die Problematik, wenn Sie jetzt direkt am Punkt 2 im Markt einsteigen, ja, und es eben nicht sofort zügig durchläuft. Ja. Wie gehen Sie mit Ihrem Stop um? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man lang reden kann, wo man auch gewisse Erklärungshintergründe braucht, wie man dann mit dem Stop verfährt. Ja. Sie wissen, ich handle immer sehr, sehr kurzfristig, bin sehr eng am Markt und das hat oft genug damit zu tun, dass man einfach einen Katastrophenstop benutzt. Also sprich, man nimmt einfach einen Geldbetrag fertig aus, den möchte, mehr als den möchte man nicht verlieren und kämpft sich dann durch den Markt, in Anführungsstrichen. So, man kann aber auch ganz anders arbeiten mit dem Stop. Und was erkennen wir hier? So richtig rennen will es nicht. So. Und es ist eine wichtige Stelle. Also was nicht passieren darf, ist, dass er wirklich mit Schmackes runterkommt. Ich würde mich dann sofort verabschieden aus dem Markt, spätestens hier unten, wo der Stop auch liegt. Ja. Also ich würde jedem empfehlen, der jetzt hier auch diesen Trade macht, und ich hoffe, Sie traden nicht nach, dass Sie dann aber bitte schön nicht hergehen und einen Stop wegnehmen, wenn das Ding nach unten durchkommt. Ja. Das dürften Sie in dem Moment nicht machen. Aber wenn das Signal schief geht, dann ist es fast ein Schrei nach Vergeltung für die Short-Trader. Ja. So, und Sie erkennen, der Markt versucht es. Ja. Ich gehe etwas näher ran. So, was mir jetzt wichtig ist, ist einfach der Punkt, genau der da. Hier sollten wir rüber. Und solange der Trend intakt ist, belasse ich den Stop auch da, wo er hingehört. So. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Jens, ich gebe mal zwischenmäßig zu dir. Eine nächste allgemeine Frage. Sind die Handelstechniken bzw. Strategien bei kurz-, mittel- und langfristigen Trades gleich? Ja, absolut. Also ich sage nochmal, wer auf dem Kleinen gut traden kann, kann auf dem Großen auch traden. Der Unterschied liegt allerdings im Money Management und in der Haltedauer. Und so logisch und einfach das klingt, es kommt aber dann doch darauf an, sage ich mal, wie Ihr Charakter ist oder wie Ihre Persönlichkeit ist. Ich bin halt einer, der schnell Entscheidungen haben möchte, egal ob negativ oder positiv. Deswegen bin ich so drauf aus, sage ich mal, wenn ich einen Trade eröffne, dass der auch gut anläuft. Ja. Das ist ein Charakterzug von mir. Das ist das Beispiel, mein Freund Michael Vogt ist ein Langfristhändler. Dem ist es völlig egal, wenn der Markt 50% runterkorrigiert und er die Hälfte des Gewinnes in dem Moment, sag ich mal, abgibt, sondern der ist ganz entspannt und sagt sich, dafür kriege ich nachher das Doppelte. Und das sind Persönlichkeitsunterschiede, die dann ins Trading mit einfließen. Aber nochmal, der Ansatz, zumindest aus markttechnischer Sicht, ist wirklich ein und derselbe. Also definitiv. Deswegen, wer auf dem Kleinen gut zurechtkommt mit den Trends und mit dem ganzen Zeug, der hat auf Groß definitiv auch kein Problem, sag ich mal, sein Setup zu finden. Zurück zu dir, Jens. Und dann kommen wir zum Wunschmarkt Cable, GBP US-Dollar bitte. Mhm. Ein Teilnehmer schreibt okay. dazu, im Cable sind schon seit Tagen immer enge Ranges innerhalb 60 ja. Pips plus minus. Wann kann das ausbrechen und welche Richtung ist wahrscheinlicher, deiner Einschätzung nach? Mhm. Mir scheint okay. long. Jawohl. Klar, Moment, ich schaue mir den Trade hier mal genauer an. Ich wechsle gleich rüber, aber was ich hier gern machen möchte, ja, ich verkaufe mal hier ein Drittel aus der Position ab, weil ich eines nicht möchte, sage ich mal, dass das Ding einfach runterrutscht und ich dann erst einen Vollverlust kassiere, haben wir eh schon nicht mehr, also das Risiko ist schon relativ klein und ich habe einen kleinen Gewinn aus dem Markt geholt. So, wenn das Ding weiterläuft, gut so, schauen wir mal, was draus wird. Ja. Also ich bleibe ja mal auf dem 5-Minuten-Chart, bleibe ich, aber wenn das Ding sich beschleunigt, können wir immer noch runtergehen auf dem 1-Minuten-Chart. Aber ich bin hier nicht so, ja, sicher. Schauen wir mal. Okay, wir gehen rüber zum Cable. Ja, was derjenige sagt, stimmt. Sehr unangenehm. Also wir erkennen, hier haben wir klassisch, ja, wir haben die berühmten Innenstäbe. Ja. Man könnte sogar hergehen und sagen, komm, das da ist der Außenstab. Dann ist das ganze Klumpatsch da drinnen ist extrem unangenehm. Und wann es ausbricht, kann keiner sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach zur nächsten größeren Nachricht passiert. Ja. Dass dann Ausbrüche kommen. Allerdings, ob die halten, ja, oder nicht auch wieder in Lunden und Dochte übergehen, das ist halt die Frage. So, welche Richtung ich präferiere, oder die Richtung ist falsch gesagt, Bewegungsschübe erkenne ich, die allerbesten eigentlich in die Long-Richtung. Ja. Denn wir haben einen intakten Aufwärtstrend hier drin, der schön und tief in die Korrektur gegangen ist.
und ja, leider Gottes nicht am Stück hochzieht, sondern hier echt in die Seite läuft. Das kann frustig sein, aber noch ist der Aufwärtstrend intakt und übrigens auch die untergeordneten Trendgrößen sind ebenfalls noch intakt. Ich gehe mal her, auf dem Stundenchart schauen wir es uns an. So. Natürlich, wenn man das jetzt so anschaut, erkennt man um Gottes Willen, ja, ähnlich wie im Dow, nix wie weg, da machst du gar nichts. Wenn du schon drinnen bist, schön, allerdings mit dem Stop, Vorsicht, nicht direkt runterlegen, ich würde ihn weiter weglegen. Ja. Also ich gehe davon aus, oder ich würde handeln, ich würde versuchen, verstärkt in die Long-Richtung zu kommen, allerdings nur dann, wenn ich wirklich hier halbwegs einen gescheiten Trendaufbau sehe. Das Ganze, was wir hier erkennen, ach, nun ja, Sie sehen, hier habe ich auch sehr schön getradet, bin also auch mit hochgegangen, ging davon aus, dass sich die Bewegung hält und durchzieht, aber wie wir es gerade besprochen haben, der Markt macht, was er will. Also hier in dieser Phase Vorsicht, Vorsicht, erstmal abwarten, ob das wirklich halbwegs einen netten Trendlauf gibt. Und Sie wissen halt, der einzige Trost, den ich Ihnen jetzt spenden kann, ist der, je länger das hier weiter duddelt, desto stärker wird in der Regel der Ausbruch. Ich würde einen Long-Ausbruch bevorzugen. Wenn die Kurse nach unten durchrutschen, ja mein Gott, je kurzfristiger sie sind, da können sie auch mitgehen, ja. Aber nochmal, hier warten Sie es ab, bis dieser Bereich halbwegs verlassen wird. Sie werden noch genügend Luft finden, um ein paar Punkte aus dem Markt zu holen, sofern Sie kurzfristig handeln. Ja. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann kommen wir zu AUD USD, Australischer Dollar, US-Dollar als Wunschmarkt, bitte. Okay, ja genau, den wollte ich heute eh ansprechen. Und ich checke hier nur noch mal ganz kurz unseren US-Dollar-Japanisch-Yen-Trade. Nochmal, Potenzial, was ich hier sehe. Also das nächste Hoch ist der Part hier. Wenn wir das in einem Stück schaffen, okay, kann es vielleicht noch mal kurz Rabatz geben. Wenn er es nicht packt, gehe ich davon aus, dass der Markt wieder zurückfällt. Ja. Deswegen also ist es wichtig, wie der Markt sich verhält, ja, in diesem Moment. Und Sie erkennen, genau der Kampf findet auch gerade statt. Der eine oder andere steigt schon aus, die anderen nehmen die kleinste Korrektur, um nochmal mit nach oben zu gehen. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Ich kann hier nur abwarten und versuchen, meinen Trade zu managen. Okay. Und ich gehe rüber zum australischen Dollar, US-Dollar war das. Oder ist es australisch-japanische Yen, Jens? AUD USD. Bist genau richtig. Ah, AUD okay, dann bin USD. ich richtig. Alles klar, danke. Okay, gut. Auf der Woche. Wir gucken mal aufs große Bild. Ne? Was sehen wir denn? Wir erkennen einen Abwärtstrend. Jawohl. Weit ausgedehnt. Dann kam nochmal eine Korrektur und nochmal eine Fortsetzung von dem Abwärtstrend. Also der Markt ist definitiv auf Kurs im Abwärtstrend und im Moment in einer Korrektur. Wir halten fest, in einer Korrektur. Gut. Auf der Woche, wir erkennen es auch wiederum, ausgedehnte Trendbewegung übergeordnet, Korrektur gerade am Laufen, hat das Vortageshoch durchstoßen, jawohl. Auf dem Daily oder auf dem Tageschart erkennen wir eine Monsterbewegung nach oben innerhalb Innenstabbereiche. Es kann auch gut passieren, das Ding rutscht einfach zusammen und schließt wieder im Bereich des Außenstabes. Sie wissen, die Innenstäbe, das ist ein Minenfeld für Anfänger, da verliert man das meiste Geld oft genug. So, wenn die Kurse sich darüber halten, habe ich zwar eine schöne Bewegung, aber immer noch einen Abwärtstrend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch wenn der weit gelaufen ist, ja, es kann durchaus passieren, dass das Ding noch mit Brachialgewalt weiterzieht. Ja, müsste man genauer beobachten. Aber im Moment halten wir fest, es ist nur eine Korrektur. Mehr ist es nicht. Und die Korrektur kann jederzeit in sich zusammenrutschen. Ja, das ist das Risiko, was Sie eben haben. So, wenn wir uns das jetzt anschauen, mein Gott, was für eine Bewegung. Hier haben wir untergeordnet, haben wir einen Aufwärtstrend schon drin, jawohl. Aber mal ganz ehrlich, ja. Erkennen Sie, wie ausgedehnt die Bewegung hier ist. Es ist, wie wenn ein Zug mit Karacho daherrollt, aber irgendwann beginnt der Zug auch langsamer zu werden. Und Sie erkennen es schon hier an den Gewinnmitnahmen und dem einen oder anderen, der versucht, auf den Innenstabcharakter nach unten zu drücken. Wenn ich jetzt hier long in den Markt reingehen würde, müsste ich mir den Titel Trader aberkennen. Mit allem Respekt. Hier handelt man nicht mehr. Nicht mal mehr auf dem Tickchart. Ja, das Ding ist ausgelutscht. Und wenn das Ding 100 Pips weiterläuft, von mir aus. Aber das ist definitiv ein No-Go, hier in den Markt zu gehen. Jetzt male ich wieder mein Totenköpfchen. So, damit es auch hängen bleibt. Jens, ich gebe zu dir. Also Totenköpfen erkenne ich da heute nicht, aber das ist ein anderes Thema. AUD, japanische Yen, wäre der nächste Wunschmarkt. AUD, Okay. JPY. Und da haben wir ein ähnliches Bild wie gerade eben. Wir erkennen die Währungspaare oft genug, na,
laufen relativ parallel, haben wir wieder so Korrelationen, Korrelationsgeschichten. Und hier erinnere ich mich noch, ich glaube, das letzte Live-Trading-Webinar oder Marktanalyse-Webinar war jemand, der sagte, als der Markt hier unten stand übrigens, Doppelboden, ja oder nein? Ich sagte, nein, noch nicht. Wir haben keinen Doppelboden. Wir hätten ihn erst, wenn die Kurse hier rüber gegangen wären. Und damit hätten wir doch nichts anderes wie ein Aufwärtstrendsignal in dem Markt drin. Bei der ganzen Ausgestaltung von diesem Teil muss ich halt sagen, die Trendgrößen habe ich hier im Großen und hier im Normalgroßen. Ja, und der wird immer wieder gebrochen, rausgenommen. So. Und was hier gerade passiert, ist der mögliche Wechsel des Trendes. Wie könnte der aussehen? Das Ding läuft hoch, müsste allerdings meines Erachtens erstmal diese Bereiche hier auch nehmen. Ja. Also hier das letzte große Hoch ist für mich der wichtigste Part oder der Markt bildet entsprechende Untersignale aus. So. Das nur ganz kurz zum groben oder großen Bild. Hier natürlich, wenn man das so ansieht, kann man sagen, oh, warum bin ich nicht long gegangen? Schau dir mal die Bewegung an. Und ich sage es Ihnen ganz offen, weil man an so einer Stelle noch nicht long geht unbedingt, ja, weil eigentlich war noch gar kein Signal da. Ab und zu schaffe ich das auch, mal ein Tief abzufischen und vorgreifend in den Markt reinzugehen. Wenn das Risiko passt, kann man so traden, aber sich hinterher zu ärgern, wenn man es verpasst hat oder so. Das macht keinen Sinn. Legen Sie das ab. Damit machen Sie sich nur das Leben schwer. Untergeordnet haben wir schon Aufwärtstrend und auch hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht mal für viel Geld werde ich jetzt hier in diesen Markt long reingehen. Und ich werde übrigens auch nicht short in diesen Markt gehen, weil ich jetzt schon sehen kann, dass untergeordnet immer noch ein Trendline gegen mich steht und der Markt kann auch weiter zuckeln. Ja, das kann der machen. Nur nochmal, im Sinne von, habe ich die Chance, so einen Teil aus dem Markt zu holen? Das ist hier gelaufen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich möchte auf diese Teile gehen und wenn ich auf einer großen Bewegung schon in der ausgelutschten Geschichte drin bin, ja, warum soll dann auf dem 1-Minuten-Chart es unbedingt ja noch weitergehen, 300 Punkte? Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, hier runterzuschalten und überhaupt nach einem Trade zu suchen. Sorry. Okay. Ich gehe mal zurück zu unserem US-Dollar-Japanischen. Ja, genau. Da kommt genau das, was ich eigentlich nicht sehen wollte. So. Ich sagte ja, ich sichere den auf einer größeren Zeiteinheit. So, was passiert hier? Wir haben immer noch, also untergeordnet haben wir unseren Aufwärtstrend. Wir haben schon einen etwas besser sichtbaren Trend hier. Die Frage ist halt, hält das Ding? Der darf also richtig tief runterkommen, wird mich nicht wundern. Ich möchte den Trade aber halten. Ja? Also wenn das durchzieht, hätten wir wirklich eine Chance, schön mit nach oben reinzukommen. Deswegen, ich nehme hier den Stop zurück innerhalb meines Money Managements auf das Tief des Trends. Genau. Und Sie sehen, also viel verlieren würde ich jetzt echt nicht bei dem Kontostand, wenn der Markt vielleicht doch hier durchrutscht. Aber ich versuche das, vielleicht haben wir Glück und der schraubt sich weiter nach oben. Ich gebe zu dir, Jens. Ja, gucken wir die letzten 1 oder 2 Minuten des heutigen Webinars nochmal auf den DAX, wird gewünscht. Ich sage schon mal Tschüss, Okay. bye bye. Das nächste Webinar, wenn Sie möchten, morgen 8:30 Uhr. Guten Morgen, DAX, wenn Sie schon um 8:30 Uhr auf den neuen Handelstag vorbereiten möchten. Nochmal der Hinweis, die Spezialwebinare lohnen sich dabei zu sein. War jetzt grammatikalisch falsch, Sie haben mich trotzdem verstanden. Mir ist ein bisschen heiß im Büro, aber das geht vorbei. Deswegen hoffentlich die Grammatik ab nächste Woche auch wieder besser. Jochen, am Sonntag wieder um 20:30 Uhr. Ja, was soll ich noch sagen? Vielleicht hören Sie uns auch am Strand zu, auch mit iPad kann man die Webinare verfolgen. Ansonsten fallen mir keine weiteren Assoziationen zum Sommer ein. Ich hoffe, Sie haben schöne Ferientage auch. Grüße aus Berlin, aus dem heißen Büro und die letzten 1-2 Minuten Schlusswort von Jochen. Auf bald. Jawohl. Vielen Dank, Jens. Und übrigens ganz kurz hier im Dow. Also schön, dass es auch mal klappt während dem Webinar. Erfahrung zahlt sich aus. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, nicht short gehen. Ja, das Ding kommt über die Tageseröffnung, macht vielleicht wieder weiter. Genau danach sieht der Markt aus. Ist auch mal schön, ja, dass man auch jetzt als Webinar-Teilnehmer nachvollziehen kann, warum einer nicht unbedingt gerne traden möchte. Ich bin hier im DAX gerade long gegangen, wobei das auch ein grenzwertiger Trade ist. Ja. Ich sehe hier halt einen Aufwärtstrend. Das ist die Korrektur. Da können Sie nach oben durchziehen. Jetzt zum 16 Uhr, zur 16 Uhr Geschichte. Und das ideale Ziel wäre hier oben oder hier oben, wenn der Markt es dann schafft. Und Sie erkennen, es schwankt halt hin und her. Ja. Wir haben ab und zu Monsterbewegungen, die kriegst du nur, wenn du direkt am Tief dabei bist. Ansonsten wird es halt immer zäh und schwieriger. Und das ist typisch, sage ich mal, für solche Marktphasen. Halten Sie die Füße still und Ihre Verluste klein. Und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre rege Teilnahme, trotz der schönen Temperaturen da draußen. Wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg fürs Trading.
Und für diejenigen unter Ihnen, die verstärkt anfragen, das Seminar von mir im Oktober, vom 26. bis 29. Oktober in Lohr am Main, die Webseite wird wohl vom Campello Verlag von Michael Vogt diese Woche fertig. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Durch die Urlaubszeit verzögert sich das alles, aber dann können Sie den Inhalt mal nachgucken, ob es für Sie vielleicht was wäre. Oder der eine oder andere schreibt mich direkt dann entweder über info@markets und der Jens leitet das weiter oder über meine Facebook-Seite. In diesem Sinn, vielen Dank, viel Erfolg. Tschüss, Ihr Jochen Schmidt.